Jetzt darf ich jetzt reden? Jetzt darfst du reden. Jetzt darf ich reden, okay. Ich rede immer zu früh, sagt der Wollo. Ist oh, halt echt Gott so. Sei Dank. Ja, Fun Fact. wo wir jetzt über Fun Facts reden wollten. Ja. Beginnen wir doch mal mit diesem. Wir wollten. Wollo hat Capri-Sonne geholt. Ich habe mir eine neue Sonne geholt. Und komm wieder. Oder ist doch tatsächlich das Xbox-Logo am Blinken hier auf dem Bildschirm und das Spiel ist abgestürzt. Mehr oder weniger. Ricky behauptet, er hatte nichts damit zu tun. Ist aber schon merkwürdig, dass genau in dem Moment passiert, wo ich rausgehe. Du hast ja gesehen, dass der Controller an derselben Stelle lag. Ja, aber die Xbox ist ja relativ dicht an deinem Fuß. Als ob ich da jetzt mit dem Fuß. Ich sitze doch hier so die ganze Zeit. Oh. Was machst du denn da? Ja, wir müssen da die Dinger rausholen. Und wir brauchen jedes Mal eine goldene Feder dafür. Scheiße. Das ist halt mega beschissen. Das ist so eine der beschissensten Aufgaben. Weiß auch gar nicht, warum die. Was die sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Also, das ist typisch, dass sowas bei mir passiert. Wenn ich gerade 2 Sekunden. Also nicht. Scheiße. Das ist so typisch. Ich bin gerade 2 Sekunden alleine. Und sowas passiert. Dann können wir einen Trick nutzen. Wenn wir gerade auf. So, pass mal auf. Hier ist eine goldene Feder. Ja. Und wenn man jetzt den hier macht. Mhm. Ist da wieder eine goldene Feder. Alter. Ja? Dann holen wir jetzt 10 Stück. Ja, genau. Geil, das ist Spaß. Ja, das war Spaß, ne? Das ist verkehrt. Das ist richtig. Hol dir nicht noch eine. Also 5 brauchen wir. Boah, zieh doch nicht so an dem Ding. Mein Gott. Das ist mein Ding. Ich darf da so viel ziehen, wie ich will. Oh Mann. Hast du dir gerade an den Pimmel gezogen? Nein. Du hast dir gerade an den Pimmel gezogen? Nein, hab ich nicht. Ich hab's doch genau gesehen. Das ist gelogen. Der hat einen Pimmel. Der hat einen Pimmel. Uah, das ein Mädchen. Ja. Okay, ich habe ja warm, das reicht. Damit sind wir good to go. Good to go, aber du gehst jetzt gerade in den Herbst rein, ne? Ja, soll ich ja auch. Okay. Was, 50? Ja. Ja. So, Herbst die 3. Airi die 4. Lasst uns beginnen. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, armer Wollo. Ja, ist doch scheiße, oder? Das war doch mal ehrlich. Sowas ist doch scheiße. Natürlich. Ich hatte auch keinen Bock darauf, dass du das nochmal machst. Hättest nicht an die Xbox kommen dürfen. Ich war nicht dran gekommen. Ach ja, als ob sie einfach so. Sie lief gestern ohne Probleme die 5-6 Stunden. Und heute geht's nicht, oder was? Das ist doch ein Witz. Und wenn ich da angekommen bin, dann habe ich es auf jeden Fall nicht gemerkt. Weil ich saß ja hier auf einmal, wupp. Ich hatte ja gerade geguckt, weil ich auf Skype geguckt hatte, weil der Clayton geschrieben hatte. Und ich habe gedacht, vielleicht hat er noch irgendwas für Banjo oder sowas. Hat er? Nein, es war zu dieser Amazon-Sache. Ach so. Wollen wir darüber mal reden? Können wir. Aber erstmal Banjo-Tooie Fun Facts. Genau, die Banjo-Tooie Fun Facts. Warum finde ich Banjo-Tooie nicht so gut wie Banjo-Kazooie? Hau raus. Das kann ich dir erzählen, Ricky, wenn es dich so brennend interessiert. Ja. Also, in Banjo-Tooie ist es halt so, dass du in jeder Welt zu Beginn nicht alles holen kannst, weil du immer eine Fähigkeit aus einer anderen Welt brauchst, um irgendwas aus der Welt zu holen zu können. Du weißt aber nie, was es ist. Ja. So, das ist schon mal, kannst du dir ja vorstellen, das ist schon mal ein bisschen nervig. Ne? Ja, klar. Ist jetzt nicht ganz so geil. Dann ist es halt so, dass jede Welt zusätzlich zu der Tatsache, dass du nie weißt, was du alles holen kannst, auch noch 3-mal größer ist als hier. Also du kannst sagen, die erste Welt ist so groß wie das hier. Alter. Ja. Und es wird dann noch schlimmer und noch durcheinander. Und sie wollten immer mehr und mehr und mehr. Du hast irgendwann 500.000 Fähigkeiten, weil du sämtliche Startfähigkeiten hast aus Banjo-Kazooie. Ja. Plus dann noch irgendwie 15 neue Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten zum Beispiel? Weiß ich nicht. Wie hangeln. Man kann sich an Sachen hangeln. Mhm. Und ey, ich hab's nie weit gespielt. Das ist so eine Ego-Shooter-Sicht mit Kazooie. Oha. Ach, es ist so. Ja. Gar nicht mehr. Es redet auch nie jemand, wenn jemand über Banjo redet, redet auch nie über Banjo-Tooie, sondern immer Banjo-Kazooie. Ja, obwohl Banjo-Tooie in der Top 10-Liste war, von den Typen, den ich letztens gesehen hatte, der zum Beispiel auch Mario Kart 64 als Kazooie nicht? Banjo-Kazooie war dahinter. Es kam erst Kazooie auf Platz 8 oder so, dann war Leute, Platz 5 war so Banjo-Tooie. Ja, es gibt eine Menge Leute, die das so sehen, aber ich glaube, das sind irgendwie die Leute, die Tooie auch als Kind gespielt haben. Wenn du Tooie als Kind nicht gespielt hast, dann ist es dir einfach too much. Können wir hier einfach mal machen hier drin. Nee. Nein. Spiele ich dann. Nein, das können wir nicht tun. Ich hab's im Stream mal probiert. Ich musste weinen.
So schlimm? Ja. Mal gucken, jetzt wo ich ja Banjo-Kazooie auswendig kenne, kann ich ja mal Banjo-Tooie mir mal antun. Im Stream. Oh, ich mach ein Banjo-Tooie-Race mit Maeve. Oh, Ricky, du wirst mich zum glücklichsten Menschen der Welt machen. Ja, das kann ich mir verstehen. Was, entweder triffst du jetzt den Vogel oder das verfickte Notending. Oder keins von beiden. Ja, fest, das. Oder machst das. Ist hier noch ein... Nee. Da war der Mumbo-Schädel. Nein, da waren Noten drin, aber die haben wir schon geholt. Oder so. Wie brauchtest du nochmal hier? 86? Irgendwie sowas, ne? Ich hab den Vogel erwischt. 84, okay. Nimm das Ding nicht jetzt. This game. Ist so fun. Ist so much fun for the whole family. For the whole family. Look at this family. My family is amazing. Woher kenne ich das? Give it a lick. Look at my horse is amazing. Give it a lick. Kennst du? Ja, aber warum kenne ich das? Jeder kennt das. Aber warum ich? Selbst du zählst zu jeder. Selbst ich kenne das. Also bist du mal kein Niemand, sondern ein Jeder. Krass. Da war ich schon lange nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir kennen Banjo-Kazooie ganz gut. Ja, immerhin. Geil, ne? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich lang müsste. Nach oben. Wusste ich. Immer nach oben, Ricky. Immer nach oben. Den ganzen Kladderadatsch holen. Hab ich runterfallen sehen. Warum denn? So, wir haben 6 geile. 10 Stück brauchst du. 10 Stück sollten wir kriegen. Du musst eine goldene Feder, die brauchst du. Ist leider echt so. Vor allen Dingen, es kommt ja hier nach noch das Quiz. Ja. Und da werden wir definitiv auch goldene Federn brauchen. Ist einfach so. Aber vielleicht sammeln wir sie dann vorher offscreen. Ja, ne. Sind wir mal so freundlich. Kannst du ja dann machen. Ausnahmsweise mal. Diese Vögel sind dein schlimmster Feind, oder? Ja, die sind auch nicht so einfach. Wenn die vom Timing ein bisschen abweichen, passt es halt nicht, ne? Oh, das ist schon wieder fast voll Leben. Mach den Luigi dann noch kaputt? Das Link. Oder Link? Ich glaube, wir brauchen hier... Nee, nur den. Alter, nice. Oder? Warte, geh mal rein. Safety first, ne? Hört sich aber nicht so... Oh, hier sind nur Bienen. Ach, hier sind Noten! Tja, siehst du? Safety first. Und da ist auch noch ein Würmchen drin. Ein Würmchen. Die sind so süß. Oh, hast du mal einen Wurm gegessen? Nee. Ich auch nicht. Würdest du, wenn du in einem One-on-One verlierst, einen Wurm fressen? Nein. Wenn ich dich dazu zwingen würde? Nein. Du? Nein. Ja, siehst du. Wollt Cornel das nicht immer machen? Cornel wollte das unbedingt, dass wir One-on-One-Bestrafung... Soll er sich eine Packung Würmer holen, aber keine Ahnung. Wurm fressen. Aber? Und ich und Bock waren da ziemlich krass gegen. Kann ich verstehen. Dann lieber ein Chili-Dog. Ja, oder? Ja. Ein Wurm? Ich meine, auch wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir machen uns irgendwie... Ein Smoothie mit ganz viel Scheiße. Ja. Würde ich da keinen Wurm reintun. Nee. Vor allem erstmal ist das ein lebendes Tier. Richtig, genau. Ganz genau. Meine Rede. Ich meine. Kommt doch die Peter. Ja, erstmal das. Und zweitens ist das schon krass hart eklig. Ja. Weil ich meine, ich kann natürlich auch sagen, nee, ist doch aber auch Fleisch. Ja, wir sind nicht. Da liegt kein fertiges Rind vor mir. Weißt du? Kein lebendes Rind. Beiß mal rein. Würdest du das nicht tun? Nee. Warum nicht? Fun Fact. Ich würde nicht in eine lebende Kuh reinbeißen. Das ist ja schwach. Ich würde auch kein lebendes Schwein. Oh, guck mal, ein trauriges Eichhörnchen. Ja, dem helfen wir jetzt. Hallo, du Bär. Ich brauche noch 6 leckere Eicheln, bevor der Winter kommt. Oh, guck dir an. Hol dir welche, Idiot. Nee, das machen wir jetzt. Oh, immer das sind keine Arschlöcher, Ricky. Wir machen das. Immer müssen wir das machen. Da kannst du rein. Ja, richtig. Alter, das war bestimmt seine Haut. Ist aber auch mies, ne? Einfach sein Fenster einzutreten. Natürlich. Guck mal, der eine Swimmingpool. Oh, da ist eine der leckeren Eicheln, die er braucht. Guck mal, die haben auch Augen. Die leben ja auch. Ja. Der frisst lebende Eicheln. Alter, so ein richtiger Wichser. Und du hilfst ihm dabei. Nee, du hilfst ihm dabei. Ich hab den Controller gesagt, nicht nachher. Du fandest das nötig. Ich hab. Bist du bescheuert? Damit werde ich nichts mehr zu tun haben. Hier, Neppnacht, nimm schon mal eine. Oh je. Nabnut hat immer noch zu wenig. Heißt er Nabnut? Hm. Das ist ein bescheuerter Name. Halt's Maul. Ist das halt wirklich? Was ist denn Ricky für ein Name? Ricky ist die Abkürzung von irgendwas? Nee, Ricky ist Ricky. Das ist doch scheiße.
Also wenn du da jetzt runterfliegst und dann schnappst du dir den und landest dann da unten, das regt nämlich noch in den Nuss. Das ist wohl wahr. Alter, bin ich ein Genius. Immer mehr. Ein Genius. Immer mehr. Es färbt ja ein bisschen ab, färbt das, ne? Ja, ja. Ein bisschen. Oh, das ist nochmal 5. Damit haben wir alle. Nee, fehlt noch einer. Nein, es fehlt keiner. Aber nur 6 Stück. Wir haben schon einen abgegeben. Ja, wir haben aber jetzt 4 Stück erst. Oh, dann ist hier drin noch eine. In seinem eigenen Haus ist noch eine. Muss dann wohl. Und auch der. Kriegen wir gelockert. Und Noten. Guck mal, tatsächlich. Er sucht die Eichen, die liegen direkt alle vor seiner Fresse. Ja, aber da oben kommt er noch nicht mehr dran. Wie faul soll er denn, wie faul ist er denn? Faules Schwein. Faules Schwein, aber wirklich? Ja, und weil wir faule Schweine sind, beenden wir den Part jetzt. Als, ist ja der Überlänge. Alles klar, Jungs, Mädels. Bis die zwei Mädels, haut rein, ciao. Tschüss.